Moin Leute, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einem neuen Video und das Videothema ist No Item Run von Extreme Super Battle Roto, die Super Stage. Dieser No Item Run war eigentlich, es geht nicht so schwer, die Super Stage war ganz gut machbar. Sobald ihr SDR Super Vegito mitbringen könnt, sind eigentlich No Item Runs kein Thema und ihr solltet es auch leicht schaffen. Eventuell habe ich den einen oder anderen Patzer drin, es ist schon spät, wir haben mittlerweile 3.30 Uhr oder so in der Nacht. Und ich habe das Ganze aufgenommen. Mein Team sah wie folgt aus. Ich habe einen Margin Buu Saga Team genommen. / Battle of Wits Team. Da drin habe ich natürlich die West Kai, Kibito Kai, Physisch Tien, der sehr viel ausgemacht hat. Dann hatte ich High School Gorn, war auch eine sehr gute Unit. Tag Ultimate Gorn war drin. Und SDR Super Vegito, zweimal als Leader. Ich brauche hier nur wieder ein bisschen lange zu den Orbs einsammeln, aber es sollte doch eigentlich passen. Also Weskai hat mir die ersten Runden auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ich finde, Weskai hat mich in dem Super Battle Road sowas von überzeugt. Ihr bekommt zwar den ersten Hit viel Damage ab, aber alles danach, also sobald ihr den ersten Hit abbekommen habt und danach eventuell noch supert, dann kriegt ihr Double Digits von allem gefühlt, was absolut gut ist. Mich hat es einmal erwischt, ich war kurz vor Schluss und hab dann aus Versehen, was heißt aus Versehen? Ich habe halt unlucky von Insamaso die Super Attack oder beziehungsweise den First Hit auf AGL Weskai eine Super Attack bekommen und war halt instant dead, though. Kann man nichts machen, das kann hin und wieder passieren, aber wenn ihr mit Item spielt, dann habt ihr da kein Problem. Und der Run, gut, wir sind hier gestartet mit der zweiten Rotation Double SDR Super Vegito, was nicht ganz so cool war. Ziel war vor allem die Angriffe zu verlagern, je nachdem wie ich Typenvorteil habe. Hier ist dieser Int. Jetzt muss mir der Name einfallen. Wie hieß denn der nochmal? Ach, auf jeden Fall der Infuzzi. Ihr wisst Bescheid, der von Freezer Force. Der, wo Goku abgeschossen hat mit der Pistole. Der kleine Koala-Bär. Den würde ich als erstes rausnehmen. Der hat am wenigsten Leben und der geht auch ziemlich schnell down. Und wenn ihr sowas habt wie Physisch Vegito Blue im normalen Item Run, dann ja, der Physisch Vegito Blue one-shottet gefühlt den Dude. Deswegen, da würde ich sagen, ihn priorisieren. Ansonsten aufpassen, dass ihr nicht gesuper-attacked werdet von Freezer auf irgendeine SDR-Unit, weil sobald ihr in Extreme Super Battle Roto eine Super-Attack abbekommt, seid ihr quasi ditto. Also wirklich, dann seid ihr tot. Außer ihr habt wahnsinnig viel Damage Reduction oder habt Item benutzt. Hier selbes Szenario wie schon in dem ersten Turn. Ich kann hier wieder super gut Weskai stehen lassen. Kriege ich hier eine Super-Attack ab, bin ich einfach tot. Und das war's mit dem Run. Da ich aber Vertrauen habe in Weskai und in das Dokkan-Luck, habe ich mir gedacht, okay, ja, ich habe ja noch den Defense-Support von Tien und ich habe ja auch nochmal den Support von High School Gohan. Es sollte schon irgendwie funktionieren. Mit Physisch Tien will ich eigentlich auch quasi den STR-Stier, ach, wahrscheinlich weiß ich den Namen von allen, oder? Auch aus der Freezer Army wollte ich dem seine Attack lowern, ist nämlich wichtig, sonst kriege ich zu viel Schaden auf Tien ab. Ich überlege manchmal einfach viel zu lange, habe ich so das Gefühl. Aber gut, wer kennt es nicht, chillig ein bisschen Dokkan, nebenbei einen Stream von einem englischen Dokkan-Streamer-Tuber anhaben und dann einfach relaxen und nur Item Runs probieren. Das ist einfach das, was man am Abend macht. Gefühlt ist es bei mir so. Ich habe den STR-Stier angegriffen mit Tien, hoffe ich doch. Ja, ihr seht es, 51k, First Hit auf AGL Weskai, tut schon weh. Der erste Hit, aber jetzt Double Digits, Double Digits. Das macht sogar nicht mal Schaden. Ja, 63k, gar nichts. Die tankt einfach wie ein Biest. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben zwei Defense Support, beziehungsweise generell Supporter on Rotation. Gut, wir haben den, wie hieß denn der, Okami? Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Einfach den STR-Stier. Dann stunnen wir hier auch nochmal den AGL Freezer, was sehr wichtig ist. High School Gohan bekommt schon Schaden von dem Freezer. So ist es nicht. Von allen anderen ist er aber dann doch nicht beeindruckt. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Und klar, ich transformiere erst der Super Vegito, brauche ich auch, denn ich will zum einen den Heal haben, zum anderen auch ein bisschen den Schaden. Ich vergesse aber, wenn ihr SDR Super Vegito in der Rotation spielt mit Tech Ultimate Gohan, dann macht euer SDR Super Vegito einfach keinen Schaden. Dazu war ich noch unlucky genug. Ich glaube, ich hatte einen Friend mit 0 Dupes oder mit einem Dupe, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich nicht gecrittet. Und so klug, wie ich nachgedacht habe, Kappa, habe ich ihn, glaube ich, in den First Slot gestellt. Und dadurch habe ich ziemlich viel Schaden bekommen. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, ich stelle den First Lotto.
finish diesen roten Stier, dann bin ich durch damit und kann dann schön Tech Ultimate Gohan, ja, also kann dann Tech Ultimate Gohan Second Slot machen und der Kibito Kai müsste den Rest dodgen. Das Problem ist halt einfach nur, dass er ihn nicht gekillt hat. Er hat ihn einfach nicht gekrittet. Huch. Gut. Anstatt wir Leben sparen, haben wir dann halt unheimlich viel Leben abgezogen bekommen. Ich brauche einfach gefühlt Jahre. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht mir an der Nudel rumgespielt, man weiß es nicht. Kappa Kippo. Ja. Tech Ultimate Gohan, wie wär's? Du greifst jetzt mal den Freezer an. Sehr gut. Freezer müssten wir dann auch nächste Runde raus haben. Ich komme hier leider nicht auf eine Super Attack mit Kibito Kai. Halb so wild. Kibito Kai. Kibito Kai ist ein MVP in vielen Runs. Ich habe ihn nur 55%, was erhebliches ausmacht. Wenn ihr einen Kibito Kai habt mit mehreren Dupes, kriegt ihr nicht ganz so viel Damage. Ja, da seht ihr es. Ich habe nicht gecrittet, kriegt die Super Attack ab. 300k Schaden. Habe ich mir verdient. Hab mir gedacht, oh bitte, lass das nicht der Run sein, mit dem ich alles beende. Aber es war dann doch der Run. Ja, gut. Passieren mir ruhig auch mal häufiger solche Fehler. Macht man nichts. Manchmal estimate ich mich einfach, überschätze ich mich einfach zu sehr. Deswegen verzeiht es mir hier. Ich probiere trotzdem, das noch in den Griff zu bekommen. Wir haben es hier überlebt durch die zwei Dodges von Kibito Kai, was nice war. Kriegen dann hier auch unseren Heal von unserem zweiten LSDR Super Vegito. Ich habe gedacht, der wäre Off-Rotation, war aber On-Rotation. Deswegen hier tipptopp. Nehmen den Heal auf jeden Fall mit. Ich denke, wir lassen Veskai trotzdem vorne stellen und rotieren physisch Tieren raus. Also physisch Tieren ist so nützlich. Vor allem in der letzten Stage hat er mir so den Arsch gerettet. Also heftig. Wenn ihr physisch Tieren habt, nehmt ihn auf jeden Fall mit. Genauso haben die ganzen Stunts, Kills und Co. mir auch, ja, einfach weitergeholfen. Wir haben hier mit AGL Veskai greifen dann den AGL Freezer an. Sollten dann auch den Sashimi. Ich glaube, er hieß Sashimi. Wenn ich mich nicht irre, der hieß Sashimi. Please, lass den Sashimi heißen und nicht Roter Stier. Please, 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 please. Auf jeden Fall, Freezer müsste hier nach der Runde eigentlich tot sein. Eigentlich. Er war sogar nach Veskai schon tot. Gut, und ja. Super Vegito macht das, was er tun sollte. Ich finde Super Vegito ohne Vegito in der Rotation hat nicht die krankesten Attack-Sets. 3,8 Millionen ist jetzt nicht das heftigste. Wenn ihr euch überlegt, Physisch Tien kann ebenso die 3 Millionen Attack-Sets rausböllern. Deswegen ja, Physisch Tien war ich ganz froh, den Rainbow gezogen zu haben. Für den Run hat er auf jeden Fall ausgeholfen. Ich probiere einfach nur ein bisschen meine Gedankengänge zu erklären, was ich gemacht habe. Ich glaube, hier hatte ich keinen richtigen Gedankengang. Ich habe einfach Tech Ultimate Gohan hingestellt. Der hat mittlerweile so gut gestackt, dass er easy das Ganze wegtankt. Ja. Was ich auf jeden Fall gut fand, dass wir jetzt zum einen mal die Extreme Super Battle Road Stages bekommen haben. Alle an sich waren eigentlich gar nicht schwer. Und wenn man sich ein bisschen mit denen beschäftigt hat oder sich ein bisschen informiert hat und, klappt das eigentlich ziemlich gut. Ich sage euch eins, seid ausgeschlafen, wenn ihr die Runs probiert. Und lasst euch niemals irgendwas einreden, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Stage nutzt Items. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt Items. Ihr könnt pro Stage immer 2 bis 3 Items nutzen. Dann kommt ihr easy durch. Das man so als Richtwert. Meine Items, die ich normal, aber auch in diesem Run benutzt habe, sind zum einen gewesen Icarus, Whis, Maus und Princess Snake. Für mich persönlich die besten Items. Ich finde Android 8 einfach nur noch unnötig mitzunehmen. Lieber gehe ich präventiv vor und tue die ganzen Units Attack lauern. Zusätzlich kann ich dann auch noch mit Physisch Stern zum Beispiel oder irgendeinem anderen Unit Attack Lowering. Ah, Kibito Kai zum Beispiel, ja, hier. 20% Attack and Defense Lowering. Maus-Item sind schon 60% Attack and Defense Lowering. Und das sind 60% Attack and Defense Lowering entspricht 60% Damage Reduction laut der Defense-Formel. Wenn ihr jedoch 50% Damage Reduction habt und 20% Attack Lowering, entspricht das nicht 70% Damage Reduction oder 70% Attack Lowering, sondern es wird multipliziert und sind im Endeffekt nur noch so 60% grob. Das nur mal so als kleine Informationsquelle, falls ihr es nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. Veskai habe ich hier wieder First Slot. Veskai hat die ersten Runden so work gemacht. Das ist so genial. Ihr stellt sie einfach First Slot. Der erste Tag darf einfach keine Super sein und ihr tankt alles weg. Also wenn ihr Veskai habt, könnt ihr sie sogar einfach Main Rotation spielen. Macht nicht mal was. Candy Vegito, who is that shit? So, stellt Veskai dahin, hofft, dass ihr eventuell nicht einen First Attack, eine Super Attack abbekommt und ihr seid good to go. Oder stellt sie Second Slot. Second Slot funktioniert sie auch.
Die müsste 150k plus Defense haben und danach raced sie nochmal ihre Defense. Ich glaube so in dem Dreh rum. SR Super Vegito hatte hier doch schon in den ersten zwei Fights immer Probleme gegen die AGL-Gegner. Wenn ich hier einfach geultet werde, ist halt der No-Item-Run hinüber. Hier haben wir Glück, alle Attacks gehen auf Tech Ultimate Gohan. Ja, nehme ich dankend an. Dankeschön, Dokkan. Erleichtert uns die ganze Sache. Wir kriegen den STR-Gegner dann auch aus dem Leben genockt und haben dann noch die Chance mit Physis Tien den Hito für nächste Runde zu Attack lowern. Ja, ist eigentlich ganz gut. Haben dann auch Dokkan Attack nächste Runde. Das sollte uns nächste oder übernächste. Ich glaube, es war übernächste Runde. Sollten wir Dokkan Mode haben. Damit sind wir dann auch, denke ich, so gut wie durch in der zweiten Stage. Also hier sah schon ziemlich sicher aus, dass ich die Stage schaffen werde. Wenn ihr die ersten zwei Gegner gekillt habt, dann seid ihr eigentlich good to go. Ja, hier bekommt ihr kein Damage mehr, 36k. Tech Ultimate Gohan ist halt einfach Kategorie Extreme Super Battle Rodo King mitunter, weil er einfach halt seinen Guard hat. Genauso ist Janemba King und. Also da Big Fan von. Zweite Rotation, wo wir jetzt gleich übergehen. Ich glaube, da war Veskai drin und STR Super Vegito. Ah, Super Vegito habe ich rausrotiert gehabt. Okay. Dann Veskai werde ich wahrscheinlich wieder First Slot stellen, weil sie schon davor so richtig gute Arbeit geleistet hat. Ich habe ja den Int-Hit Attack gelowert. Crazy Lowers Attack mit Physisch-Tien. Das heißt, da bin ich safe. Habe sogar noch Support on Rotation. Ich wollte hier Gibitokai nicht Second Slot stellen, weil Gibitokai doch schon in seiner transformierten Version ohne seine 50% Dodge-Chance echt hart gehittet werden kann von dem physisch Gummibärchen. Das heißt, hier habe ich ihn einfach mal rausrotieren lassen. Easy, wir haben den Dokkan-Mode für nächste Runde. Umso besser. Das heißt, wir kriegen nochmal einen höheren Heal. Attack Ultimate Gohan wird hier auf jeden Fall einiges vom Board clearen. Denke ich doch. Und ja. Ja, das wird gar nichts machen. 30, 40, 50, 60, 60k. Da kann man nicht viel sagen. Einfach genauso MVP wie Tech Ultimate Gohan. Ja, wenn ihr sie in einer Rotation spielt und Tech Ultimate Gohan in der anderen Rotation, dann solltet ihr eigentlich so leicht durch das ganze Super Battle World kommen. Ihr müsstet wahrscheinlich nicht mal ein Item aktivieren. Außer ihr seid sehr, sehr unlucky. Oder ihr spielt vorsichtig. Meistens ist es ja so wie ich es auch im Stream gemacht habe. Meistens spiele ich erstmal vorsichtig, benutze immer alle meine Items oder probiere alle meine Items zu benutzen, außer Pebbigels. Da habe ich gedacht, ja, wenn JP-Mains sagen, easy, benutzt keine Items die ersten zwei Stages und dann in der dritten, dann habe ich gedacht, okay, mach das mal. Aber Quatsch mit Sahne, nimmt einfach Items in der ersten und zweiten Runde. Pebbigels ist an sich nicht so schwer. Ihr müsst auch einfach nur vorher Items nehmen. Ja, Tipps zu Pebbigels No Item werde ich auf jeden Fall die Tage auch noch releasen. Oder generell Tipps zu Pebbigels werde ich noch releasen. Ihr müsst einfach nur auf den Trichter kommen und dann ist das super leicht. Ihr spielt Double Rip in Drippian in einer Rotation und in der anderen Rotation Tech Cauliflower und SDR Kale und der Braten ist gegessen. Also, ja, da ist das Event nicht mehr schwer. Den No Item Run werde ich die Tage auch hochladen. Ich probiere jetzt erstmal noch den Extreme No Item Run zu machen. Dann probiere ich den. Ah, Fusion lassen wir. Fusion machen wir zum Schluss, habe ich gehört. Also Fusion will ich erst zum Schluss No Item Run machen. Da heben wir uns das Beste. Ja, das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Dann machen wir Shadow Dragon Saga noch. Shadow Dragon Saga werde ich auf jeden Fall als drittes No Item technisch aufnehmen. Ich denke. Ja. Ich finde auch. Ich bin ehrlich, die No-Item-Runs sind okay und das Set ist auch ganz cool. Irgendwie hat mich das Set aber ein bisschen enttäuscht in Sachen Teambuilding. Weiß auch nicht. Ich fand es super lahm, dass 4 oder 5 Teams oder 3 Teams einfach nur STR Super Vegito Lead-Teams waren. Das fand ich so boring. Gut, ist natürlich auch mitunter einer der besten Leader und hat auch super Usefulness in den ganzen No-Item-Runs oder den normalen Extreme Super Battle Runs durch sein Heal. Da muss man ihn einfach mitnehmen. Ist halt einfach so. Habe ich auch getan. Hier sind wir jetzt mittlerweile gleich im dritten Fight. Hier sollten wir keine Probleme mehr haben. Wir sollten den Gummibärchen easy finishen. Ich glaube sogar physisch Tien finisht uns das Ganze schon. Ich rotiere aber jetzt langsam Veskai aus. Denn nächste Runde haben wir wieder Insamasu und den physisch Gegner. Und ich finde der Highschool Gohan besser. Also gegen den physisch Gohan ist Highschool Gohan auf jeden Fall besser aufgehoben. Gegen den physisch Gohan, habe ich das gesagt? Gegen den physisch Gegner ist Highschool Gohan besser aufgehoben. Meiner Meinung nach.
hüpfen wir rein in Rosé und Samas. Vom Typing her eigentlich ganz okay. Ja. Hier habe ich mir jetzt gedacht, okay, was mache ich? Mayday. Ich werde natürlich Kibitokai transformieren. Gleich instant. Einfach damit ich für Tech Ultimate Gohan einen besseren Start habe, dass ich nicht sterbe, was ich wahrscheinlich eh nicht. Ich wäre eh nicht gestorben, sagen wir mal so. Es hätte nicht ausgereicht. Aber hinten hatte ich doch Angst, dass ich nicht dodge zu 50% mit Kibitokai und dass Rosé mich dann killt. Je nachdem Super Attack oder Normal Attack. Wenn ich davor schon ein paar SAs abbekommen habe. Deswegen ganz easy einmal transformieren. Dann den physisch Rosé Stun für 2 Runden. Und dann sind wir good to go. Ihr müsst übrigens keine Super Attack bekommen mit dem Kibitokai. Er stunt einfach nur, wenn er ganz normal angreift. Ja, da seht ihr es. 100k habe ich am Anfang abbekommen. Wäre es schlecht gelaufen und ich hätte 2-mal Normal Attacks abbekommen mit von dem physisch Rosé auf meinen Kibitokai, wäre ich tot. Da wäre ich tot. Der macht legit mehr als 150k Schaden im Typen Vorteil, also der Rosé. Der Rosé hittet schon ordentlich rein. Da solltet ihr aufpassen. Da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da entweder genügend Items nimmt oder in Attack Lower / Stunt. Dann habe ich folgendes gemacht. Yes, mein physisch Rosé als Gegner war gestunt, deswegen konnte ich den vorne spielen. Tu dann auch ordentlich gleich Schaden dem Samas zufügen, also wirklich ordentlich. Dann lass den SDR Super Vegito on Rotation, was natürlich auch sehr gut war zum Schluss, weil ich werde übernächste Runde, denke ich mal, unter den Threshold HP kommen. Wie viel waren das? 77%, 70%, irgendwie sowas. Wir werden hier nochmal gesupert. 159k tut doch schon weh. Machen 3 Millionen Schaden, also 3 Millionen Attack Stats, stunnen ihn, nochmal 3 Millionen. Ja, unser Mast ist jetzt schon halber tot. Nur weil Physischtern so ausrastet. Physischtern ist eine echt geile Unit. Er gibt euch Defense Support, kann stunnen, greatly lowered Attack and Defense und macht Schaden wie eine Sau. Also da, ja, PogChamp. Jetzt hatte ich ein bisschen Bange, was ist, wenn Physisch Rosé überlebt. Und ich dann nächste Runde instant gesuppert werde, dann sollte ich sterben. Aber PogChamp Highschool Gohan kommt mit dem Stun durch. Und damit sieht das Ganze dann easy gewonnen aus. Meiner Meinung nach. Wir werden jetzt hier den Samas langsam rausnehmen. Sollten den Samas langsam rausnehmen. Sie sollten auch nicht sterben eigentlich. Weil wir Samas Attack gelowert haben mit dem physisch Tieren. Ich hoffe, dass natürlich Tech Ultimate Gohan crittet. Gut, macht er nicht. Hat er beim zweiten Attack gecrittet? Ich glaube auch nicht. Ich glaube erst Veskai hat ihn gekillt. Aber dieser Additional war wichtig, damit ich einfach ein bisschen Leben von ihm runterbekommen. Das Einzige, was uns hätte killen können, wäre Inzamasu Super Attack auf SDR Super Vegito, wenn Inzamasu nicht Attack gelowert wäre. Ich glaube, er müsste bei 50% Attack Lowering gewesen sein. Dann die 50% Damage Reduction von SDR. Ne, wie viel waren es? 30% Damage Reduction von SDR Super Vegito. Das sind ungefähr so 67% bis 70%, die in Samasu am Schaden gefehlt hätten. Deswegen, da waren wir safe. Jetzt kommen wir einfach zu der Verwandlung, transformieren unseren SDR Super Vegito. Genau deswegen habe ich ihn on Rotation gehalten bei den Runden davor. Wir hielen uns hier einmal hoch. Locker easy. Und dann sollten wir den auch quasi fast killen. Wenn SDR Super Vegito sich verwandelt hat und ja mal in Fahrt gekommen ist, sollte er schon Schaden machen. Ich habe leider die Super Attack gesehen, habe gedacht, oh, okay, ja, sollte ich mich trotzdem noch irgendwie überleben. Kibitokai hat mir hinten Angst gemacht. Ich musste schauen, dass ich einfach mit sowohl physisch denn als auch mit Kibitokai den physisch Rosé Seal und Attack Lower so weit es geht. Also Seal ist irrelevant, der Super der eh erst Super der eh vorne. Aber ich sollte ihn so gut es geht Attack lowern. 172k tut schon weh. Aber ja, ist der Super Vegito, tut das jetzt, was er tun sollte. Macht soliden Schaden. Vor allem gleich die Counters werden ihm wehtun. Und dann wird physisch Stern das Ganze abschließen und regeln und den Nied- und Nagelfest machen, den ganzen Run. Also ja, da war ich ziemlich froh. Physisch Stern war schon MVP. War gut, den mitzubringen. Ich habe mir erst überlegt, physisch Vegito Blue. Aber für den No-Item Run vielleicht nicht das Optimale. Klar, physisch Vegito Blue hätte wahrscheinlich Samasu gebondturnt und hätte vielleicht Rosé sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Aber allein die Fights gegen 5, da hätte er hin und wieder Struggle gehabt. Da müsst ihr halt ein bisschen Glück haben. Wie normal in den Runs. Ja, hier transformiere ich einfach nochmal sicherheitshalber, damit ich auch wirklich, wirklich den Run für mich gewinne.
Jetzt kommt nur noch Rosés Zerberstung, Rosés Untergang. Dann ist der Super Vegito, macht dem Ganzen jetzt ein Ende. Ich werde das jetzt nicht groß schneiden, das Video. Ich lasse es einfach uncutted und lade es hoch. Wer Bock hat, es anzusehen, klar, ist ein No-Item-Run. Tut mir leid für Versprecher und für Sonstiges, aber ich möchte gerne den Run im kompletten Stück da lassen. Ich schneide nur, wenn ich die App resette, aber einfach will ich das im ganzen Stück da lassen, damit nicht irgendwas heißt, ah, der hat das gecheatet oder hat sonst irgendwas gemacht, hat in der Zwischenzeit geschnitten und dann, ja, hat er den zweiten Teil des Runs aufgenommen mit einem Mod oder sonst was, ne? Also deshalb lasse ich womöglich den kompletten Run drin. Und das war's von mir. Das war der No-Item-Run zur Super-Stage in Extreme Super Battle Rodeo. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.